Oder ob doch eine Krabbelmine funktioniert? Ich weiß es halt nicht. Und die muss halt vielleicht genau in der Mitte explodieren. Das ist halt die Frage. Ich glaube, so wird das nichts. Wird heute noch der Endboss gemacht? Ich glaube nicht, weil ich werde dann die Golden Skull Toolers eher noch fangen, bevor wir zum Endboss gehen. Und ich glaube, die schaffen wir heute nicht mehr alle. Gehe ich zumindest stark von aus. Okay, wir gehen mal lieber wieder auf Grappelminen. Das wäre jetzt so meine Idee, dass wir das mal versuchen. Und vielleicht muss das genau halt unten in der Mitte explodieren. Und vorhin habe ich es nicht genau getimed. Ich mache mal einen Save Point, falls ich hier zu viele Dinge verballer. Oder habt ihr andere Ideen, wie wir es machen könnten? So. Eins, zwei, drei, vier. Mal so. Das war auf jeden Fall zu wenig. Eins, zwei, drei. Okay. Muss also wirklich einfach nur genau exakt explodieren, wenn es unten angekommen ist. Verstehe. Gut, dann haben wir das hier auch alles geklärt. Weiter geht's. Wir haben jetzt schon drei Räume geklärt, ne? Das heißt, es fehlen auch nur noch drei. Okay, machen wir mal Wasser bzw. Eis. Kann eklig sein. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich würde da gleich mal mit Feuer rangehen. Let's go. Ihr seid ja easy. Leichteste Gegner hier im Game, ey. Skull, die höre ich auch. Waren das alle? Das waren alle. Okay. Das war erstmal sehr easy. Zwei Schatzkisten. Da haben wir schon den kleinen Schlüssel. Das ist ja relativ schnell gegangen. Okay. Ja, das war mir klar, dass da irgendwo wieder sowas ist. Wir haben auf jeden Fall ein paar Flaschen, die wir füllen müssen. Ich würde vielleicht mal die Magie nehmen. Und... Achso, wir haben gar keine Fee mehr. Warum haben wir keine Fee? Achso, stimmt, die ist ja gerade. Stimmt. Bei Dark Cloud geht es darum, eine Welt wieder aufzubauen, indem man verschiedene Gebäude und Personen wiederfinden muss, die im jeweiligen Dungeon liegen, nachdem ein böser Djinn Chaos verursacht hat. Okay. Ich habe heute auf dem Stadtfest, wo ich immer hingehe, ein leckeres Softeis gegessen und es war nicht zu teuer. Ja, ich habe auch ein schönes normales Eis habe ich gegessen. Also ich habe, glaube ich, 2,50 € bezahlt für mein Eis. Geht. Wenn es gut schmeckt, geht's. Wenn man bedenkt, dass dieses Vieh in der Eishöhle als Boss auftritt. Ja, als Mini-Boss. Dieser Hund meinst du, ja. Der ist halt wirklich sehr leicht. Muss halt wirklich, wenn du weißt, wie, zweimal zuschlagen, dass er sich umdreht und dann eine Sprungattacke und der ist down. Aber für, wenn man jetzt, sage ich mal, so kämpft, dass man versucht, den in dem Moment immer anzugreifen, wenn er gerade angreift, alter Frame-Einbrüche des Todes, dann kann ich verstehen, dass es vielleicht ein kleiner Miniboss ist, gerade so. Okay, wir haben dreimal Feuer. Ich bin eigentlich ein stiller Zuschauer, aber ich wollte auch mal Props für deine Randos da lassen. Ich schaue gerade den ersten Ocarina of Time nach. Einfach geil. Also den ersten Ocarina of Time Randomizer, ja. Freut mich. Freut mich sehr, dass er dir gefällt. Und dann kannst du dich auf jeden Fall auch freuen, sobald halt der Minish Cap Randomizer oder Twilight Princess Randomizer zu Ende geht, dann starten wir ja mit dem Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer. Der wird halt auch richtig wild werden einfach. Bin schon sehr gespannt. Okay. Da ist schon wieder, da pustet einfach schon wieder irgendwo was, aber
unsichtbar. Alter, ist das nervig. Vielleicht einfach mit Eisenstiefel machen? Vielleicht die bessere Idee, ja? So, warte mal, hier haben wir noch... Das ist ein Schalter. Hi! Was sind eigentlich mit... Okay, gut, die kommen ganz langsam angefahren. Oh, das wird geil. Ja, ich freue mich auch mega drauf. Wurde sich jetzt auch schon lange gewünscht. Okay, ich glaube, gegnermäßig sind erstmal alle down. Ich gucke nochmal ganz kurz mit dem Auge der Wahrheit, ob noch irgendwas rumhängt. Habe ich den Kommentar neulich eigentlich richtig verstanden, dass der so eingestellt ist, dass du Items, die es in beiden Spielen gibt, zum Beispiel Ocarina of Time Bogen nur einmal finden musst? Nee. Falsch. Es gibt bestimmte Items, nicht alle, die kannst du sowohl als im Ocarina of Time als auch in Majora's Mask gleichzeitig benutzen. Aber... ich denke, die sind trotzdem im Item-Pool vorhanden, sodass du halt dann auch das Original erhältst. Aber ich glaube halt, für den Moment des Zwecks, wo du ihn brauchst, kannst du halt dann auch bestimmte Items, also es sind nicht alle, ich hatte so eine Liste irgendwo, da standen so, weiß nicht, 10 Items drauf oder so, die halt auch gleichzeitig dann in dem jeweils anderen Spiel gleichzeitig verwendet werden kann. Okay, wie machen wir das jetzt, Leute? Ich hätte gesagt, ich weiß halt nicht, was da oben ist. Das ist vielleicht eine Skulltie. Ich werde jetzt erstmal den Block hier rüberschieben. So. Und dann schiebe ich den da rein. Ich mache erstmal das hinten rechts auf das Tor. Ich glaube nämlich, da könnte eine Skulti sein und ich denke, das ist erstmal am relevantesten. Aua. Aua. Ist einfach nur ein Qual hier, ey. Zack. Und dann dahin. So, dann haben wir das schon mal. Ich hab gerollt. Wollte ich nur mal sagen. Passiert. So, wir machen das jetzt. Das sieht ganz komisch aus da, oder? Wassereis ist widerlich. Ja, ich mag auch Wasser- und Eistempel sowohl in fast gar keinem Zelda-Spiel. Ah, okay, hier ist eine Kiste drin. Ich verstehe. Rückwärtssalto mit Eis, Rückwärtssalto mit Eisenstiefeln ist auch nice, oder? So, dann machen wir da hinten auf. Und dann müssen wir eine Kiste mitnehmen. Oh, ist das ein ekliger Raum. Der gefällt mir ja gar nicht. So. Boah. Okay. Jetzt holen wir uns die Kiste. Wasserseite, Ocarina of Time eh nicht mehr. Shit. Ich glaube, da muss ich die Eisenstiefel mal kurz ausziehen, damit ich zumindest da runterkomme. Okay. Ah. Ah. Okay. Gut, und da hat man jetzt den Schalter, richtig? Ja. So, da muss die... Link, geh da runter. Jetzt geht die Tür auf.
So, okay. Kommt schon wieder Werbung? Habe ich heute irgendwas falsch eingestellt? Also ich weiß, ich habe es irgendwie komplett verkackt diesmal mit dem Livestream, oder? Sowohl, der wurde einfach nicht angezeigt und der wurde, keine Ahnung, wurde jetzt Werbung reingehauen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nachträglich noch ausstellen kann. I don't know. So. Hatte bisher zweimal Werbung gehabt. Keine Ahnung, was da heute los ist. Sonst ist keine Werbung, oder wie? Chris will uns ärgern. Genau, ich liebe es, euch zu ärgern. Das ist meine Rache für die ganzen Strafen. Bei mir kam gerade diese K-Class-Werbung. Also ich finde, persönlich finde ich Werbung jetzt gar nicht so schlecht, aber es ist halt, es muss Werbung sein, die mich interessiert, oder? Ich verstehe halt immer nicht, warum das irgendwie nicht so ein bisschen besser angepasst wird. Warum gibt man den Leuten auf YouTube, ja, also jetzt mir zum Beispiel, als Produzent von Videos nicht die Möglichkeit irgendwie auszusuchen, was ich für Werbung zeigen kann? Ne, weil ihr seid alle Gaming interessiert. Und so weiter, Zelda interessiert. Warum kann ich nicht irgendwie so Gaming-PC-Werbung oder sowas einblenden? Das fände ich irgendwie cool. Dann ist Werbung für mich auch wieder okay, wenn ich was sehe, was mich interessiert, wo ich dann wirklich sage, ja, das könnte ich mal kaufen, aber ansonsten weiß ich nicht. Ach du Scheiße. Ach man, gar keinen Bock. Aha, das war Schluckwasser. Bleiben die jetzt so stehen? Nee. Okay, wir haben da wieder blaues Feuer. Da ist eine Skuldi. Ich gehe, glaube ich, in den Raum nochmal zurück und hole mir nochmal blaues Feuer, oder? Das war ja viel leichter, sich da blaues Feuer zu holen. Sind wir mal ehrlich. So. Suikoten. Sagt mir jetzt gar nichts. So, wir holen uns mal dreimal blaues Feuer. Feuer und Flamme. Ja. Der Seldeer, Junge, ist Feuer und Flamme. Das stimmt. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier ein bisschen Mana? Okay, wir haben ja direkt eine Fackel. Internetwerbung ist immer lustig, wenn man zum Beispiel mit Sofa-Werbung zugespammt wird, nachdem man sie gerade ein Sofa gekauft hat. Ja, irgendwie, ich glaube halt auch, dass man wirklich insgeheim irgendwie so abgelauscht wird, weil ich rede so oft mit meiner Frau über irgendeinen Scheiß, ne? Was wir uns gerne kaufen würden oder bla 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 und dann kommt das halt einfach als Werbung. Das ist so oft so. Okay, was passiert? Keine Ahnung, was passiert ist. Ihr eine Ahnung, was passiert ist? So, ich jump mal dahin, ich jump mal dahin und ich laufe mal ganz vorsichtig, ich jump mal ganz vorsichtig da so drauf. So. Okay, das macht also da hinten das Ding auf. Bedeutet, wir müssen wieder irgendwas hierher bringen. Was sind denn das hier für... Aber hä? Was soll ich machen? Ich verstehe es halt nicht. Ich glaube, ich muss... Okay, ich muss auf jeden Fall da drauf. Boah, was zur Hölle. Das ist ja mega glatt.
Ich habe auch einen LP von Secret of Mana auf dem Kanal. Boah, wenn ich da jetzt drauf springe, wird das was? Ich weiß es nicht. Wollen wir uns... Ich hole mir mal schnell die Skulti, oder? Ich glaube, das sollte was werden, wenn ich hier so... Oh Gott. So. Nummer 136. Das sieht doch gut aus. Also ich glaube, jetzt muss ich aber einmal rollen. Es tut mir echt leid, aber ich muss halt die Strafen leider teilweise aussetzen. Aber ich meine, wir haben ja darüber abgestimmt, ne? Dass heute geht bis 21 Uhr und dafür, ne? Shit. Hätte ich auch gleich runterspringen können. Okay. Aua. Was passiert denn hier? Was mache ich denn? Junge, Junge, Junge. So, zack. Ach, Mann. Und dann diese blöde kleine Fledermaus. Geh weg. Ah. Okay, da ist die Kiste. Junge. Ach, ich setze jetzt einfach gerne den Raum, ja. Ich glaube es auch. Ich schieße jetzt erstmal die Fledermaus weg. So. Also. Der Plan ist ja dann demnach, oder? Du musst die Kiste da unten draufstellen. Und dann musst du hier wieder hocheiern. Und dann musst du darüber. Und das sind ganz viele Fledermäuse. Hey. So. Okay, ich mach das erstmal mit der Kiste. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier, ne, das schön mache und dann falle ich wieder runter und alles ist wieder da. So. Gott! Oh Gott! Hä? Achso, das macht die Fackel oder was? Die Fackel macht das Ding hoch. Ich verstehe. Ekelhafter Raum, ja, richtig. Richtig ekelhaft. Sag mal! Was hat er denn mit seiner Flasche? Der ist heute irgendwie. So. Okay, jetzt haben wir das. Na? So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig wieder nach oben. Ja, es ist halt eklig, dass du dafür keinen Save Point oder. Also ich könnte jetzt Save Point setzen. Aber eigentlich, ich würde es immer gerne ohne Save Point schaffen. Bin ich ehrlich. Okay. So weit, so gut. Wir haben es erstmal hier hochgeschafft. So. Fledermäuse sind damit auch alle erledigt. Okay. Wir rollen uns jetzt darüber. Also ich werde jetzt, obwohl, ich werde es auch ohne Rolle schaffen. Denke ich. Und Bomben. So. Das war der. Hi. So, den machen wir auch noch schnell weg. Und dann jetzt da hinten weiter. So, ich könnte mir vorstellen, dass hier, wenn ich alle Gegner töte, dass hier eine Schatzkiste erscheint.
Mmh.